Ich freue mich ganz besonders auf unseren nächsten Redner, Florian oder viel lieber von ihm Flo Oberforcher. Er hatte sich schon angekündigt für die letzte Patcher Kutscher Night, ist dann kurzfristig erkrankt und jetzt hier ist er. Ich musste ihn auch gar nicht googeln, was er so macht. Ich kenne ihn nämlich recht gut. Wir arbeiten als Selbstständige inzwischen recht viel zusammen, haben eine Lerngemeinschaft, das Büro für Regen. Wir hosten gemeinsam den Service Design Jam. Also jede Menge Gelegenheiten, mit dem Flo die Köpfe zusammenzustecken. Und ja, jetzt erzählst du uns aber ganz was anderes, nämlich ein privates Projekt, das entstanden ist bei einem Beteiligungsfortbildungsformat. Das ist Michels Knie und viel Spaß mit Stadtgeschichten. Danke. Gut, dann starten wir. Ja, es freut mich, dass ich euch heute die Geschichte von Michels Knie erzählen darf. Das ist eine Geschichte über einen Platz für Nachbarschaft und die spielt in Bregenz in meiner Nachbarschaft. Und wir haben uns die Frage gestellt, was denn alles in unserer Nachbarschaft steckt. Wenn ich von wir rede, dann sind es der Richard Steiner und ich, sieht man da auf dem Foto. Und wir zwar kennen uns schon längere Zeit, haben es einmal geschafft, sind uns seit über 6 Jahren Nachbarn, haben es aber nicht gewusst und waren dann wirklich nur ganz eng beieinander. Und eines Tages war es denn so weit, dass wir uns bei der Müllstation, da nur bei uns über den Werk gelaufen sind, und eben Richard gefragt und sagt, hey Schö, was machst du in der Gegend? Und Richard hat gesagt, ja, ich war da, gleich da in dem Haus. Und sag ich, ja, das gibt's ja nicht, ich war nicht genau im Haus dahinter. Und wir sind ziemlich schnell draufgekommen, dass er mir auf den Balkon schaut, ich in die Küche, und wir haben keine Ahnung, dass wir direkt nebeneinander wohnen. Und das hat die Frage aufgeworfen, hey, was gibt's denn da noch als in der Nachbarschaft? Was sich auch geändert hat von dem Tag an, ist, dass wir uns ständig eigentlich jetzt über den Weg gelaufen sind, Gemeinsamkeiten entdeckt haben und es hat sich eine Freundschaft entwickelt. Und eine Idee ist geboren worden, nämlich die Idee von einem Nachbarschaftsfest, mal so ganz banal. Isabella hat es vorher angesprochen, wir waren auf dieser Beteiligungs-Fortbildungsveranstaltung Art of Hosting Training da in Vorarlberg und haben dort die Chance gehabt, viel über Beteiligung zu lernen, aber auch an dem Projekt zum Schaffen und haben auch eine Erkenntnis dabei gehabt, nämlich wenn wir so ein Nachbarschaftsfest machen, dann dürfen wir nicht zum Fest einladen, sondern zum gemeinsamen Organisieren, was die ganze Arbeit für uns natürlich auch viel einfacher macht. Ja, mit der Erkenntnis zurück haben wir uns überlegt, wer ist denn unsere Nachbarschaft? Da sieht man so einen Ausschnitt, eine Pfänderbahn HTL, und haben angefangen, Linien einzuzeichnen zum Festlegen, wer gehört denn da dazu und wer nicht. Und sind so drauf gekommen, geschätzt, es dürften so etwa 400 Lützi, die mir dazuordnen. Und während wir die Linien so zeichnet haben, ist der Richard auf was Großartiges drauf gekommen, nämlich wenn man ein paar Linien wieder wegmacht, dann bleibt so ein Männle übrig. Ein Strichmännle, und wenn man genau schaut, ist es ein Strichmännle, wo springt. Und genau dort, wo das Strichmännle sein Knie hat und springt, ist unser Platz vom Nachbarschaftsfest und damit war die Idee von Michels Knie geboren. Genau, mit all diesen Dingen, mit einer Geschichte gehabt, wir haben gewusst, warum wir es machen, wir haben gewusst, was man von der Leute wollen, haben wir ein Symbol gehabt, sind wir losgezogen von Haustür zu Haustür und haben die Einladung verteilt an alle Nachbarn. Es war uns ganz wichtig, dass wir das persönlich machen und gesagt, kommend, wir werden da fest, machen das aber nicht alleine, wir brauchen alle für euch und haben ein Orga-Treffen organisiert. Zudem sind zu unserer positiven Überraschung wirklich Leute gekommen. Also ein Interesse war irgendwie da, es waren noch gleich mehr als 30 Leute, die gekommen sind. Was uns noch mal überrascht hat, von den 30 Leuten hat sich niemand gekannt, waren aber seit 45 Jahren in der Ecke. Und was uns weniger wieder dann überrascht hat, ist die Fragen, die sie mitgebracht haben, nämlich wie läuft es mit dem Bier, wie sperren wir die Straße und was ist, wenn das Wetter schlecht ist. Die Fragen haben wir alle sehr gerne angenommen und haben sie gleich wieder zurückgeworfen und gesagt, das ist super, wenn du von Getränke redest, könntest du doch überlegen, wie wir Getränke machen. Wenn du vom Wetter redest, könntest du dir überlegen, wie das mit dem Wetter noch läuft. Also sprich, mir in einer schnell klar gemacht, das ist eine Beteiligungsgeschichte und nur wenn wir alle was tun, dann passiert da etwas. Das haben sie dann irgendwann checkt und dann sind auch schon die ersten Angebote für Talente gekommen. Und wir haben in der 2 Monate Vorlaufzeit zum geplanten Termin über 100 Talente in unserer Nachbarschaft gesammelt, die ganz, ganz unterschiedlich war. Also ein paar Auszüge sind da, die da oben standen.
Und ein Detail am Rand, man hat es an den Bildern gesehen, was für uns so intuitiv irgendwie logisch war, ist, dass alles, was wir vorbereiten, machen, dass das immer schon an Michels Knie passiert. Also, dass wir diesen Ort schon bespielen, längst vor dem Fest, die Leute sich kennenlernen und wir uns immer dort treffen. Da sind dann Leute vorbeispaziert, haben gesehen, hey, was machen wir da? Und dann haben schon wieder Zähne vor dem Fest gewusst, dass man sich da beteiligen sollte. Irgendwann war es denn soweit, genau am 6.9.2014, wir haben ein brutales Wetterglück gehabt, weil der Sommer war bescheiden, hat aber da mitgespielt und es sind ganz viele Leute gekommen, haben mitgeholfen aufbauen, also die Aufbautalente waren die ersten, die da waren. Und das Schöne war, dass alle, die gekommen sind, dass die sich schon kennt haben. Also wir haben da kein Kennenlernen mehr machen müssen, sondern die haben alle schon gewusst, wer es da gibt. Und ja, ab 14 Uhr ist dann offiziell losgegangen und da auf deinen Eindruck sieht man so klar, es hat an Essen nicht gefehlt, an Dekoration nicht, an Infrastruktur, weil wir das Motto gegeben haben, wir brauchen keinen Euro, es ist alles da, was man für so ein Fest braucht in der Nachbarschaft. Und das hat sich da eigentlich voll bestätigt. Oh, das Showprogramm hat nicht zu wünschen übrig gelassen, es ist zu 100% nachbarschaftliches Talent. Wir haben Dudelsack-Spielerkette, es hat sich eine Band im Vorfeld gegründet, es hat alles mögliche an Spielereien gegeben, die Kinder haben in die Nachbarschaftsgärten dürfen zum Schatzsuche machen, da sind am liebsten die Erwachsenen mit, weil die wollten wissen, wie es im Garten vom Nachbar ausschaut. Und also da war rundherum Programm. Irgendwann war das Fest dann schon wieder ganz schnell vorbei und wir sind zusammen geguckt und haben gegrübelt, was hat denn das gebracht? Das war jetzt zwar nett, aber haben wir irgendwas bewirkt. Und haben dann einige schöne Geschichten danach gehört. Es haben sich zwei ungarische Familien gefunden, die ein Stück Heimat in der Nachbarschaft gefunden waren, und zwei Häuser nebeneinander. Man hat sich geholfen bei Parkschäden, auf Tätersuche und Ähnliches. Und die Geschichten haben uns eigentlich bestätigt, dass das Sinn macht und so haben wir uns gedacht, gut, dann machen wir das ein Jahr drauf gleich wieder, wir initiieren das und jetzt höher in diesem Jahr das dritte Mal gemacht. Ich und der Richard haben aber beschlossen, wir werden nicht mehr so viel tun. Wir werden uns da zurücknehmen, wir werden, dass da noch mehr rausgeht, was denn eigentlich auch funktioniert hat. Und so hat sich das Fest weiterentwickelt, es hat analoge Talentetafeln, die an dem Ort gehen, zieht davor, die Leute initiiert haben und gebaut haben. Was wir zum Beispiel auch mitgekriegt haben, ist, dass die Nachbarn schon neuen Nachbarn erzählt haben, hey, kommen auf das Fest und dann kennen da alle, die es halt da gibt. Also irgendwie sind da schon ein paar Dinge selber zum Laufen gekommen. Oder Ort selber hat sich entwickelt und das ist vielleicht so ganz spannend. Wir haben spontan vor der Stadt bei der zweiten Auflage eine Tafel gespendet kriegt, die sieht man da unten. Wir haben jetzt eine offizielle Tafel Michels Knie. Wir wollten, dass das in Stadtplan geht, aber da wird es rechtlich schon wieder schwierig. Aber jetzt haben wir mal eine Tafel, wo drauf steht, so als Mahnmal, dass das jedes Jahr wieder stattfinden soll. Eine zweite Sache, was höher passiert ist, und das hat uns auch gefreut, weil der Richard und ich nichts damit zum Tour gehabt haben, ein älteres Ehepaar hat initiiert, dass es so eine Bank zur Tafel gibt. Und so wird das irgendwie zur Tradition, dass da jedes Jahr sich dieser Platz entwickelt und wir öffentlichen Raum gestalten. Und so abschließend die Frage, was uns jetzt beschäftigt ist, was können wir denn alles tun, damit die Tradition am Leben bleibt, auch wenn der Richard oder ich nicht mehr dort wohnen und wenn es da Ideen bei euch gibt, dann sind die sehr willkommen. Danke.